Hier nun die Schnittgrößenberechnung eines Kragträgers, welcher rechts voll eingespannt ist und unter kombinierter Belastung einer Streckenlast, einer Einzellast sowie eines Momentes steht. Es sind die Schnittgrößen Querkraft als Funktion der Laufvariable x sowie Moment als Funktion der Laufvariable x zu bestimmen. Jetzt geht es eben wirklich darum, die Schnittgrößen als Funktion der Laufvariable x hinzuschreiben. Also wir wollen für den ganzen Träger an jeder Stelle eine Funktion kennen für die Querkraft, fürs Biegemoment, für die Normalkraft. Aber wir kommen wieder nicht drum herum, die Auflagerreaktion einmal auszurechnen oder in dem Fall die Einspannreaktion. Das heißt, wiederum machen wir ein Freikörperbild vom Gesamtsystem, wo hier die Kraft P wirkt. Schreibe ich gleich her, das ist Q0 mal L laut Angabe. Das Moment M0, das war Q0L². Dann machen wir mal die Einspannung rechts. Die kann natürlich in beide Richtungen Kräfte aufnehmen und ein Moment. Wenn man da rüber geht um den Abstand L und hier 3L, dann skizzieren wir die Streckenlast, die man jetzt natürlich, so wie bei den anderen Auflagerbeispielen, noch gegen eine resultierende ersetzen kann. Also wir kriegen eine resultierende für die Streckenlast wie gehabt, die natürlich für das Rechteck Q0 mal 3L ist. Q0 mal Länge, wissen wir. Und von der Position her, vielleicht von rechts eingezeichnet, liegt die bei 3,5L. Ich glaube, damit haben wir mal alles. Wie schaut dann die Statik aus, beziehungsweise die Auflager? Wieder X-Richtung. Positiv nach rechts, also das Koordinatensystem ist das gleiche wie vorher. Zx plus y heraus. Was haben wir dann in x-Richtung? P zeigt in positive x-Richtung, minus bx zeigt in negative x-Richtung, ist gleich 0. Das P ist Q0L, das heißt bx ist P ist Q0L. Machen wir nach unten wieder positiv. Da haben wir links nichts in dem Lager. Da gibt es R nach unten, das ist positiv, minus BZ ist gleich 0. Das heißt, unser BZ ist R, ist 3Q0L. Und das Moment um den Einspannpunkt, B, fangen wir von rechts an vielleicht, minus mb plus r mal 3,5l und minus q0l² von dem äußeren Moment da drüben. Ist gleich 0, dann setzen wir ein. Mb ist r ist 3q0l mal 3,5l minus q0l². Die Dimension stimmt, wie Sie sehen, da haben wir überall q0l². Das heißt, unser Einspannmoment mb 7,5q0l². So, damit haben wir alle Auflagerreaktionen einmal bestimmt. Jetzt Schnittgrößen und dazu gibt es natürlich dann wieder eigene Freikörperbilder. Welche Bereiche, wenn man sich den Träger anschaut, welche Bereiche muss man sich anschauen in dem Träger? Ja, genau. Also wir schneiden einmal irgendwo hier, egal wo, an einer Stelle x, in dem Bereich zwischen x0 und l. Irgendwo. Und einmal irgendwo hier, wo das x zwischen l und 4l liegt. Nicht genau bei L oder so und auch nicht genau bei, keine Ahnung, 4L, sondern irgendwo dazwischen unter Verwendung der Laufvariable x. Weil wir wollen ja die Funktion über den ganzen Träger ausrechnen. Also Schnitt 1 und Schnitt 2. So, machen wir zuerst den ersten von links. Der gilt im Bereich 0 bis L. Also x muss größer gleich 0 sein und kleiner gleich L. Wie schaut das Freikörperbild aus?
das ist dieser linke Teil da, ich zeichne ihn relativ groß. Wir schneiden irgendwo hier. Es startet x von links. Da ist es p gleich q0l. Zeichnen dann nur das p und m0 her, dass man sieht, wo das eigentlich herkommt. Und m0 ist q0l Quadrat, das war das, was wir vorher schon gehabt haben. Und das Schnittufer, was ist das jetzt wieder für ein Schnittufer? Positiv. Also n1 von x, nennen wir es mit römischen 1, q1 von x und m1 von x. Das sind unsere drei Schnittgrößen. Und die liegen an der Stelle x. Was kann man über das System sagen, wenn man das Gleichgewicht aufstellt? Was ist mit q zum Beispiel? Das ist 0. Gibt ja nichts, was entgegenwirkt. Also wenn Sie ein Gleichgewicht in Vertikalrichtung machen, sehen Sie sofort, q1 von x ist gleich 0. Fertig. Sie haben ja keine Querkraft, die da wirkt irgendwie. Was ist n1? Aber minus, weil die wirken in die gleiche Richtung. Das n1 muss ja das äußere q0 mal l aufheben. Deswegen, wenn Sie ein Gleichgewicht hinschreiben, sieht man es besser. Auf das muss man aufpassen, wenn man es sofort hinschreibt. Im Gleichgewicht würde ja stehen, n1 von x plus q0 mal l ist gleich 0. Dann hat es ein Minus. Ja? Und das Moment ist auch ganz einfach. Das äußere Moment dreht dagegen. Das heißt, das m1 von x muss genau dem äußeren Moment entsprechen. Auch vorzeichenmäßig. Weil genau so, wie es gezeichnet ist, heben Sie sie auf. q0l². Alles andere läuft durch den Drehpunkt durch. Bereich 2 muss jetzt den Gültigkeitsbereich haben, x von L bis 4L. Den muss man bitte auch immer mit angeben, den Gültigkeitsbereich. Weil sonst weiß man ja nicht, wo man das x einsetzen darf. Ja? Und dann mache ich was anderes jetzt, nämlich ich schneide von rechts, nimm das negative Schnittufer, dann erspart man sich alles, was links passiert. Die Streckenlast zeichne ich Ihnen drauf. Einspannreaktionen, BZ, BX war noch links. Das muss man natürlich da auch so mitnehmen, wie man es bei den Auflagern schon eingezeichnet hat, sonst macht man wieder einen Vorzeichenfehler. Ja, und negatives Schnittufer, haben wir gesagt, ist das, weil ja nach wie vor X von links kommt, positiv. Das heißt, wir haben die Normalkraft n2 von x, die zeigt nach links, die Querkraft nach oben, und das Schnittmoment im Uhrzeigersinn. So. Und was ist jetzt mit der Länge da? Wo sind wir jetzt da? Am einfachsten ist es, wenn man das irgendwie als x' sich vorstellt, als Komplementärabstand von rechts und halt schaut, wie lang ist der Träger insgesamt und wie kann man aus dem x das x' ausdrücken. Der Träger ist 4l lang und wenn man von links an der Stelle x sitzen möchte in dem Bereich, dann muss man das x abziehen. 4l minus x wird das den verbleibenden Abstand von rechts ergeben. Und dann hat man wieder einen Zusammenhang aus der ursprünglichen Laufvariable x. Dann ist jetzt die Frage, was ist jetzt mit dem r von x'? Das muss man ja irgendwie so ausdrücken. Das ist nämlich jetzt wichtig. Für die Streckenlast an der Stelle x' von rechts kommt natürlich als resultierende q0 mal x' raus. Weil die restliche haben es weggeschnitten. Man kann auch nicht hergehen und die resultierende da oben nehmen und mit der glauben, man kann da irgendwie die Schnittgrößen ausrechnen. Das geht ja nicht. Weil dann tun sie ja so, als hätten sie immer die gesamte Streckenlast, was ja nicht der Fall ist, wenn sie irgendwo innerhalb der Streckenlast schneiden. Also sie müssen immer die Streckenlast selbst schneiden und es bleibt nur das über, was sie nicht weggeschnitten haben. In dem Fall halt da unten nur diese Länge x'.
Also im Extremfall hier im Lager bleibt gar keine über. Und im anderen Extremfall, da links irgendwo, haben sie halt die ganze. Aber dazwischen haben sie irgendwas zwischendrin. Deswegen kann man auch nicht mit dem R von oben rechnen. Gut, und was ist mit Abstand? Der Abstand muss ja auch irgendwie von dem X' abhängen, weil diese fiktive Resultierende, die liegt immer in der halben Länge von X'. Also muss auch der Abstand von X' abhängen. Den brauchen wir ja auch für Drehmoment. Das muss X' halbe sein. Okay? Und dann kann man natürlich fürs X' einsetzen. Wenn es X' 4L minus X ist, dann ist es 4L minus X halbe. Und das hier herüben ist dann Q0 mal 4L minus X. Und dann haben Sie die Laufvariable X wieder drinnen, die man gerne hätte. Dann kann man ja wieder weitermachen und das Gleichgewicht ausrechnen. Wie schaut es jetzt mit N2 von X aus? N2 von X zeigt jetzt nach links. Das heißt, N2 von X ist wiederum minus bx und bx war q0l, ja? Das heißt, das ist minus q0l. Das haben wir schon festgestellt, dass die konstant ist. Die wird eingeleitet links durch die Kraft P, durch die äußere, und erst im Lager drüben wird es wieder aufkommen und geht konstant durch den ganzen Träger durch, die Normalkraft. Querkraft Q2 von X braucht natürlich das Gleichgewicht in Vertikalrichtung. Machen wir es gleich so, dass Q2 von X dem wirkt in die gleiche Richtung BZ, also braucht es ein Minus BZ. Dagegen wirkt das R von X'. Da setzen wir ein, also minus 3Q0L plus, und das R von X' oder X setzen wir von oben ein, Q0 4L minus X ist das R von X. Daraus folgt, dass das Q2 von X zusammengefasst Q0 mal L minus X ist. Und das im Bereich L bis 4L. Das heißt auch, man kann jetzt als Überprüfung versuchen, gedanklich L an der unteren Grenze, also X an der unteren Grenze einzusetzen, nämlich L, da kommt 0 raus. Das muss so sein, weil im linken Teil haben wir ja festgestellt, ist die Querkraft 0. Und der Punkt, wo sie zusammentreffen, der muss gleich sein. Und dann geht es linear weiter in Richtung einer nicht verschwindenden Querkraft bis zum Lager, bis sie im Lager dann insgesamt natürlich BZ sein muss. Ja? Das ist der Sinn von diesen Verläufen. Und das Moment als Schnittgröße, das liefert dann gleiche Richtung, drittes MB, also minus MB plus BZ mal 4L minus X, setzen wir es gleich ein, ist der Abstand, minus das R von X, R von X hat den Normalabstand, auch hier natürlich nach links, 4L minus X halbe. Und das R von X setzen wir dann ein als Q0 4L minus X. Dann sehen Sie, kriegen da 4L minus X zum Quadrat halbe. Mal MB und das alles auch einsetzen. Dann steht hier minus 7 halbe Q0L Quadrat. 3Q0L mal 4L minus X. Machen wir es so. Minus das R von X Q0 halbe. 4L minus X kommt dann nochmal dazu mit dem von oben Quadrat. Und dann haben wir eigentlich, glaube ich, alles beisammen. Dann muss man das nur zusammenfassen, so dass man X und L Quadrat und so weiter getrennt kriegt. Und stellt fest, dass das M2 von X als gemeinsamen Vorfaktor Q0 hat. Q0 halbe sogar kann man rausheben. L Quadrat
plus 2lx minus x². Ja? Und auch hier als Tipp, natürlich muss, wenn man da alles zusammen addiert, die Einheit von den Dingen in der Klammer die gleiche sein. Also sie brauchen da immer eine Länge zum Quadrat. Wenn sie das nicht überall haben, dann hat man irgendwann einen Fehler gemacht. Also hier haben wir L Quadrat, hier haben wir L mal x ist natürlich auch eine Länge zum Quadrat und x Quadrat ist auch eine Länge zum Quadrat. Das muss zusammenpassen. Wenn da irgendwo nur L stehen würde, weiß man, okay, da ist irgendwas passiert, da hat man was vergessen.